Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir sind hier im Kampf mit Dr. Lugae. Und der verwandelt sich gleich wieder in das Monster. Ich hatte mich schlau gemacht, wenn er seinen Gasangriff macht, dann reflektiert das zwar nicht, aber es ist halt so, dass das, was uns eigentlich heilen sollte, uns angreift. Und bei ihm ist es dann genauso, dass das, was ihn eigentlich heilen sollte, greift ihn an. Das heißt, wenn wir ein Elixier bei ihm verwenden, sollte ihn das eigentlich schwächen. So habe ich es jedenfalls in einem Guide im Internet gelesen. Das habe ich jetzt mehrere Male ausprobiert. Das funktioniert auch, aber leider hat er verschiedene Barrierenwechsel, die er nicht ansagt, wie hier bei Dingensbummens, dem anderen. Und dementsprechend habe ich es bisher nicht geschafft, ihn zu besiegen. Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Und wenn nicht, dann werde ich Cuts machen, aber in meinem letzten Versuch, diesen Parts, habe ich irgendwie so oft einen Cut gemacht, dass ich dachte, ich mache das jetzt alles nochmal und mal gucken, was dabei rauskommt. Analyse hat gezeigt, dass er auch schwach gegen Blitz ist, aber wann weiß ich, wann ich angreifen kann und wann nicht. Cecil ist in diesem Fall tot gerade, was schade ist. Sehr schade. Oh, genug mit dem Vorgeplänkel, sagt er mal wieder. In meinem Falle, für euch ist es gerade erst wieder neu. Problem ist, dass wenn er uns umbringt, dann darf ich alles immer nochmal machen, also auch den Kampf davor. Das macht keinen Spaß. So, er macht nochmal Gasvergeltung. Da kann ich dann nicht viel machen. Ich beschwöre mal Ramu. In der Hoffnung, dass es klappt. Er macht wieder diese Gasvergeltung. Ich verteidige. Oh oh. Das könnte schief gehen. Ich weiß es aber nicht. Okay, das hat ihn wieder volle Kanne geheilt. Das war nicht so gut. Ja, damit ist er dann wieder ziemlich gut dabei. Ich trete ihn mal, wenn ich denn noch kann. Ja, okay. Normal angreifen kann ich auch nicht mehr. Ich bin tot und so geht's halt die ganze Zeit, Leute. Magie geht nicht, der normale Angriff geht nicht. Verteidigen kann ich nicht, kann mich nicht heilen. Das greift mich auch an. Ja. Deswegen habe ich keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich versuch's einfach weiter. Bis gleich. Wieder zurück bei dem fiesen Doktor. Leben zwar bei mir alle noch, aber Lydia dürfte nicht lange überleben, glaube ich. Ach, ich mag nicht mehr. Ich habe das schon so oft jetzt versucht und ich krieg's nicht hin. Vielleicht versuche ich es ein anderes Mal nochmal und nicht mehr heute. Ich weiß es nicht. Erstmal kriegt er das. Ja, sie ist hin. Die Barriere ist immer noch aktiv. Deswegen kann ich nicht viel machen. Können wir angreifen? Er hebt es gerade selber wieder auf. Scheiße. Scheiße, scheiße. Okay, er macht diese Gasvergeltung. Damit macht er die Barriere gerade wieder rückgängig. Ja, und ich kann ihn wieder angreifen. Also im Moment kann ich angreifen und heilen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist schön.
Na komm, heilen, 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 heilen. Hat er gerade die Gasvergeltung gemacht? Ich hab's nicht mitbekommen. Oder war das seine Aufhebung? Nö, ich hab wieder seine Gasscheiße gemacht. Wenn das so ist, dann müsste ja... Ja, wenn ich nicht draufgehe jetzt, ne? Wenn ich nicht draufgehe... Ich gehe aber drauf. Ich gehe immer drauf. Keine Ahnung. Echt? Kein Bock, keine Ahnung, kein... Man kriegt es sicherlich hin. Aber in einer rasenden Geschwindigkeit. Ich habe ja auch wieder von diesem Aktivkämpfen auf Warten gemacht. Vielleicht sollte ich auch das Kampftempo noch runternehmen oder so, weil ich gar nicht so schnell weiß, was ich machen soll, wenn alles nicht geht. Also, man kann es sicherlich schaffen. Man muss aber genau das Richtige tun, weil wenn man einmal einen Fehler macht, geht man drauf. Wenn man sich einmal heilt und es greift einen an, ist man hin. Wenn er sein Wundermittel macht, in Anführungszeichen, dann ist man auch hin. Wenn man ihn angreift im falschen Moment, dann heilt man ihn. Also, 9.999 Schaden hat jedenfalls noch nicht gereicht. Ich versuche es natürlich noch ein weiteres Mal. Bis gleich. Ich bezweifle, dass ich diesen Kampf hinbekomme. Echt. Vorgeplänkel ist das wirklich nicht mehr. Und er selber, das blöde Robotervieh, ist ja gar nicht das Antlitz des Horrors. Es ist nur Horror, ihn irgendwie hinzukriegen. Heilen schadet, heilen schadet. Komm schon. Wenn ich ihm eine High Potion gebe, heilt ihn das also auch? Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Oh, er macht wieder Gasvergeltung. Es könnte sein, dass ich ihn jetzt heile. Ja, ich habe ihn geheilt, aber nur mit 500. Und ich bete mal. Ich glaube, es geht nämlich gerade. Jawoll! Jawoll! Ich hab ihn! Oh mein Gott, endlich! Den Dreh rausbekommen. Wurde ja auch mal Zeit. Youngs Stufe angestiegen. Und ich habe ihn besiegt und bekomme eine Steam-Errungenschaft. Hehe, der Turm von Babel durchstößt die Erdoberfläche und verbindet die Unterwelt mit der Oberwelt. Und Rubikante hat die Kristalle bereits nach oben geschafft. Bleibt nur noch diese stinkenden Zwerge mit meinen riesigen Kanonen auszuschalten. Lu Gays Schlüssel erhalten. Und die Tür, die hatten wir schon einmal gefunden. Oh nein, das überleben die Zwerge nicht. Zu diesen Kanonen. Wir müssen sie zerstören. Wir haben es geschafft. Halleluja. Es ist eine Teleportationsvorrichtung, aber außer Betrieb. Können wir denn unsere Zelte und blablabla, können wir erstmal sortieren, bitte? Können wir hier Zelt oder so benutzen oder nicht? Nein. Können wir da irgendwas machen, weil es außer Betrieb ist? Wie blöd ist das denn? Müssen wir eigentlich jemanden wiederbeleben oder leben alle? Es leben sogar alle. Wahnsinn. So. Ich hab's geschafft. Ich freue mich sehr. Gut, wenn das hier nicht geht, dann gehen wir schnell zurück. Und ich weiß auch schon, wohin. Nach rechts. Wir haben ja den Schlüssel. Damit sollte das zu schaffen sein. Ich freue mich gerade derbe, dass wir den Kampf geschafft haben, weil es hat wirklich lang gedauert. Wir werden hier sicherlich weiter angegriffen, oder? Warum werden wir gerade nicht angegriffen? Es wundert mich. Irgendwie. Wahrscheinlich war ich noch nicht überall, wo ich jetzt rauskomme. Also, da war ich schon. In dem anderen war, glaube ich, unser Speicherort. Dann würde ich da gerne mal hin und speichern. Ich glaube, das könnt ihr mir nicht übel nehmen. Ich habe jetzt bestimmt, keine Ahnung. Ich will es gar nicht zugeben, wie lange ich jetzt hier gesessen habe. So, das Ding sollte aber gehen. Ja, können wir das vielleicht anders machen?
und nicht von unten anfangen. So, Zelt. Ich gönne mir eine Hütte. Mir egal. Das haben die sich verdient bei mir. Ihr habt unzählige Kämpfe verpasst, die ich verloren habe. Muss zugeben, man muss sich sehr stark konzentrieren und wenn man es dann tut, dann kann man es schaffen. Aber man muss genau wissen, wann man darf. Also wann man angreifen darf und wann man heilen muss. Ich habe es vorher vor allem mit dem Heilen nicht probiert. Das war echt ein Fehler. Oh, jetzt werden wir wieder angegriffen. Jetzt, wo ich gespeichert habe, oder was? Hä? Egal. Uns geht's gut. Das werden wir auf jeden Fall überleben. Egal, was jetzt passiert. Wieso steht sie eigentlich da? Die gehört doch da gar nicht hin. Sollte meine Gruppe mal anders sortieren hier. Wieso stehen die so komisch? Oder es sieht nur so aus. Achso, weil wir ja von hinten angegriffen wurden. Deswegen. Ich kann sagen, es stehen doch die anderen eigentlich vorne. Achso, dann warte mal. Doch. Weg ist das Vieh. Ach, bin ich froh, dass wir den Doktor endlich besiegt haben. Juhu. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg zurück zu dem, zu der Tür, wo ich keine Ahnung habe, wo. In der Zeit können wir jetzt nicht nur angegriffen werden, sondern noch weitere andere Sachen noch finden, die ich vielleicht übersehen haben könnte. Gott sei Dank können wir wieder angreifen und heilen und so, wie wir es gewohnt sind. Puh. Na, der ist ja wohl weg, genau. Das schafft der Kane mittlerweile alleine mit seiner coolen Axt. Riesenhandschuhe. Hesset-Stufe, Rosa-Stufe und Levitas können wir jetzt. Bringt das nicht die, die Dinger zum Fliegen? Levitas. Ziel über den Boden schweben lassen. Ich habe noch nie verstanden, was das wirklich bringt. Also so. Also nicht. Ist das was Tolles? Und dann haben wir irgendwelche Handschuhe gefunden. Riesenhandschuhe. Stärke. Ja gut, dann behalte ich die mal an. Obwohl, seine Reflexe sind damit nicht so gut. Wie wäre es, wenn wir die mal jemand anderem geben? Gib sie ihm mal. Oder? Ah, egal. Irgendjemand muss sie ja anziehen. Wir gehen jetzt erstmal. War da oben links noch nicht. Ich wage es mal. Nachdem ich hier gerade den bisher schwersten Kampf geschafft habe, gefühlt für mich, der es auch am längsten gedauert hat, ist alles andere für mich jetzt gerade nicht so schlimm. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht was super, super Schweres wieder gleich auf uns zukommt. Kane ist erstmal weg. Ich sing mal wieder. Sonst sind wir hier gleich dran. Und bete auch mal. Daneben. Sehr schön, der ist weg. Dann geht der Sprung von Kane gleich auf den anderen. Nehme ich mal an. Das kann ja nicht schaden. Das kann nur helfen.
schön. Ist immer schön, wenn man was geschafft hat. Vielleicht mal Blitzraum. Ich weiß gar nicht, ob Rosa noch Pfeile ausgerüstet hat, weil die immer gar keinen Schaden macht, glaube ich. Im Moment, Rydias Stufe ist angestiegen. Schön, schön. So, wir gehen mal hier hin. Und hier ist noch eine Kiste. Turm von Babel, Untergeschoss 9 vollständig. 5 Allheilmittel erhalten. Jawohl. Polarwind haben wir bekommen. Und ein Angriff folgt da drauf. Aber nur einer von diesen komischen Dingen. Machen wir Eisra und Protoss auf alle. Keine Lust, immer so viel LP zu verlieren. Und weg ist er auch schon. Sehr schön. Weiß leider jetzt aber nicht. Kein Stufe ist angestiegen. Welche Pforte ich nehmen soll? Ich nehme mal die linke, weil wir jetzt hier gerade in der Nähe sind. Da ist wieder so ein doofes Ei. Wenn ich jetzt ziele, passiert dann was oder hat sie keine Pfeile? Wir sehen es jetzt gleich. Doch, sie zielt noch. Das heißt, sie macht noch Schaden. Sie hat noch ein paar Pfeile. Wahrscheinlich nicht mehr viele, aber naja. Oh, Feuer hilft. Es ist ein Feuerwesen. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Oder doch? Werden wir es erfahren? Hm. Oh. Hallo. Ja. Hm. Vielleicht hätte ich nicht so lange warten sollen. Aber der macht wahrscheinlich gar nicht so viel Schaden, oder? Wir müssten ihn mal analysieren, dann wissen wir es vielleicht. Er ist auf jeden Fall aus seinem Ei geschlüpft. Endlich wissen wir, was dieses Ei beherbergt. Ich warte noch auf voll die Attacke von dem Vieh. Greif mal an. Vergiftet ihn jetzt. Macht ein Blitzgewitter, der Gute. Keine Wirkung. Das war gut. Das war auch gut. Aber er lebt immer noch. Nee, er lebt nicht mehr. Alles klar. Aber trotzdem würde ich ihn gerne noch analysieren. Rosas Stufe ist angestiegen. Und wir versuchen es mal mit der Tür hier. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die hinführt. Hallo, wo sind wir? An irgendeiner Stelle. Hm. Schwabbel-Quabbel-Viecher, Angriff von hinten. Nicht nett von euch, Leute. Na komm schon. Die komischen Dinger fertig. Glaube, ich werde gleich einen Cut machen und die Tür einfach suchen, weil das dauert ja auch viel zu lange hier, umzulaufen jetzt, nur um diese blöde verschlossene Tür zu finden, die in der Mitte aber war. Aber ich weiß nicht mehr, welches Geschoss ich jetzt mir mal merken soll. Hoffentlich sterben die jetzt endlich mal. Ja, eins ist noch da. Wenigstens vermehren sie sich nicht. Das ist das Schlimmste. Der ist vergiftet. Physischer Schaden hilft nicht so viel. Ich sollte mal mehr zaubern. Aber nicht nur auf uns heilen, sondern das Vieh vor allem. Verteidige dich mal.
Du kannst springen meinetwegen, ist mir egal. Tritt das Vieh meinetwegen auch, aber was sie brauchen, ist das hier. Und weg. Ach, ich bin richtig müde vom Kämpfen, weil ich das so lange jetzt versucht habe. Eisgar-Köwür, das ist schön. Eisgar ist ein guter Zauber. Mit der einen Tür versuche ich es nochmal. Wenn ich nicht weiß, wo sie hinführt. Also hier sind wir jetzt wieder. Nee, hier waren wir jetzt schon. Irgendeiner dieser Türen sein. Unten war ich ja auch noch nicht, wie man sieht. Ich laufe mal rum, finde vielleicht noch alles, was ich noch nicht gefunden habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part vor der Tür wieder, wo ich noch nicht war, wo es verschlossen war, weil wir haben jetzt den tollen Schlüssel. Also bis dann.